Willkommen beim ADAC Fahrbericht. Wir fahren heute den Mazda MX-30 eSky Active REV. Und das Fahrzeug hat ein paar Überraschungen an Bord. Denn zum einen haben wir hier einen Wankelmotor im Fahrzeug. Das sieht man heutzutage äußerst selten. Darüber hinaus reden wir über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, aber nicht so, wie wir Plug-in-Hybride normalerweise kennen. Und ich möchte heute mal herausfinden, was das im Detail bedeutet. Aber natürlich sprechen wir während unserer Probefahrt auch über ganz allgemeine Themen, wie zum Beispiel das Platzangebot, die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Infotainment, die Preise, das Kofferraumvolumen, die Fahrdynamik und vieles, vieles mehr. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr jetzt dranbleibt. Und solltet ihr noch Fragen zum Fahrzeug haben, die nicht beantwortet werden, dann schreibt bitte einfach einen Kommentar. Aber jetzt geht's erstmal ab auf die Straße mit dem Mazda MX-30. In unserem Fahrzeug ist der Hauptantriebsmotor ein Elektromotor und der treibt hier die Vorderräder an. Er bietet uns 125 kW bzw. 170 PS Spitzenleistung. Dazu gibt es dann nochmal 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und so ausgestattet soll unser Fahrzeug in 9,1 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde sprinten. Und die Höchstgeschwindigkeit ist abgeregelt bei 140 km pro Stunde. Unter anderem, damit es hier eben keine Unterschiede gibt zwischen unserem Plug-in-Hybrid und der rein elektrischen Variante. Den Verbrauch, den gibt Mazda an mit 1 Liter Benzin je 100 gefahrene Kilometer plus 17,5 Kilowattstunden. Und wir sollen so mit einem vollen Tank und einem vollen Akku insgesamt bis zu 680 Kilometer Reichweite zur Verfügung haben. Wollen wir rein elektrisch fahren, dann sollen wir hier bis zu 85 Kilometer weit kommen. Schauen wir uns nochmal das Exterieur unseres Fahrzeugs an. An der Front finden wir diese typische Mazda-Optik, nämlich hier mit der Shark Nose, dann mit den super schmal gezeichneten Scheinwerfern, in der Basis übrigens bereits als LED-Scheinwerfer ausgeführt. Optional gibt es hier Matrix-LED zu bestellen. Dann haben wir sehr groß das Mazda-Logo und einen recht kleinen, flachen Kühlergrill. Darunter dann großflächig Kunststoff, auch mit einem zusätzlichen Lufteinlass. Das Auto ist übrigens 1,85 Meter breit, ohne Außenspiegel. Mit Außenspiegeln werden daraus sogar 2,04 Meter. Passt, wie ich finde, ganz gut ins Segment. Wenn wir an die Seite schauen, haben wir hier in der Basis 18 Zoll Aluräder an Bord. Größere Felgen kann man nicht bestellen, andere Designs schon. Ansonsten typisch für ein SUV, relativ großzügige Beplankung an den Radhäusern, dann hier an dem seitlichen Schweller auch sehr massiv die Beplankung und somit eine wirklich recht rustikale Optik. Darüber hinaus hat unser Auto eine sogenannte Two-Tone-Lackierung, nämlich Zircon Sand. Und das heißt, wir haben bei uns als Kontrastfarbe das schwarze Dach. Und das ist aufpreispflichtig, kostet 1.500 Euro extra, sorgt bei uns für sehr starke Kontraste und mit diesem schwarzen Dach wirkt das Auto insgesamt ein bisschen flacher. Wenn wir uns die Formsprache anschauen, dann haben wir eine relativ lange Motorhaube, eine flache Frontscheibe, eine Dachlinie, die stark nach hinten abfällt, aber die Mitte mit dem Dachkantenspoiler läuft ein bisschen gerade und gibt dem Auto damit einen ganz eigenen Look. Darüber hinaus haben wir eine Fenstergrafik, die sich stark nach hinten verjüngt und das Auto so ein bisschen stärker nach vorne schiebt. Dann gibt es einen weiteren Hingucker hier mit dem Mazda-Schriftzug auf der metallischen Oberfläche über diesen schön rausgestellten hinteren Radhäusern. Gehen wir ans Heck, dann finden wir hier natürlich den großen Dachkantenspoiler. Wir finden dann die typischen Mazda-Rückleuchten in dieser Tubenoptik. Und wenn wir weiter runter schauen, da wieder großflächig Kunststoff. Eigentlich ist der ganze Heckstoßfänger eine große mattierte Kunststofffläche. Für unseren Mazda gibt es unterschiedliche Interieur-Varianten, die man bestellen kann. Und sehr wichtig unter anderem ist, dass ich hier vegane Ausstattung bekomme, wo man dann unter anderem auch auf Kunstleder setzt. Dann schaue ich mir hier bei uns den Wagen an. Ich habe an der Tür hier oben so eine Filzoberfläche, gefällt mir persönlich gut. Darunter habe ich dann eben dieses Kunstleder mit einer vernünftigen Ziernaht. Und gehe ich weiter runter, dann zieht sich das so ein bisschen durch. Im Innenbereich der Tür auch wieder Filz. Dann der Türgriff, dort finde ich Korkeinlagen und habe eine weiche Armauflage. Alles wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Erst hier unten bei dem Ablagefach, da finde ich klassisch Kunststoff. Wenn ich mir das Armaturenbrett anschaue, auch das ist wieder so lederbezogen, also kunstlederbezogen. Auch hier eine vernünftige Ziernaht. Allerdings, wenn man da drüber reibt, ist das relativ stumpf. Das finde ich nicht ganz so schön, aber ansonsten macht es einen wirklich guten Eindruck. Darunter gibt es im vorderen Bereich so eine durchgehende Lüfterleiste. Das ist wieder Ton in Ton schwarz. Und darunter dann wieder ein metallisches Element. Das wertet das Ganze auf. Das ist eine Spange, die hier über die fast komplette Fahrzeugbreite geht. Dann habe ich hier die Mittelkonsole. Im oberen Bereich eher matte schwarz, alles ein bisschen zurückgenommen. Hier und da ein bisschen metallische Oberflächen. Aber
davor dann schon wieder das große Display für die Klimasteuerung, finde ich, wirkt gut. Und dann auch in der Mittelkonsole wieder Korkoberflächen, das ist schön zum Thema Nachhaltigkeit. Das Lenkrad bietet einen weichen Lenkradkranz, der gerne ein bisschen dicker sein dürfte, ist zumindest meine Meinung. In der Mitte habe ich diese drei Speichen, auch da eher matte Oberflächen in Schwarz, aber zusätzlich metallische Oberflächen. Und das Ganze zusammen wertet das doch wirklich auf. Schaue ich mir die Sitze an, da habe ich tolle Materialien, eine sehr gute Oberfläche, alles sauber verarbeitet. Und so insgesamt ein Interieur, wo ich sagen muss, für die Fahrzeugklasse definitiv einen Daumen hoch. Jetzt kommen wir mal zu der wirklichen Besonderheit unseres Fahrzeugs, denn das ist der Antriebsstrang. Wir reden hier bei uns über einen sogenannten seriellen Plug-in-Hybrid. Plug-in-Hybride kennen die meisten von euch, das heißt, wir haben einen großen Verbrenner an Bord und der wird unterstützt von einem E-Motor. Häufig sind die beiden sogar physikalisch voneinander getrennt, das heißt zum Beispiel, vorne ist der große Verbrenner und auf der Hinterachse schaltet sich die E-Maschine dazu, wenn wir sie brauchen oder wenn wir rein elektrisch unterwegs sind. Ist hier komplett anders, denn bei uns sorgt für den Vortrieb ein Elektromotor. Der leistet hier 125 kW bzw. 170 PS und liefert uns 260 Newtonmeter Drehmoment. Und der gibt eben seine Kraft ab auf die Räder. Dazu haben wir aber noch einen sogenannten Kreiskolbenmotor mit an Bord. Der ist komplett neu entworfen. Für uns alte Hasen, das ist ein Wankelmotor. Leistet bis zu 75 PS, ist aber hier nirgendwo mit einem Rad oder Getriebe verbunden, denn der treibt bei uns nur einen Generator an. Spannend ist hier, dass diese gesamte Einheit aus Elektromotor, Generator und Wankel zusammen so groß ist wie ein Vierzylinder. Und das heißt, das Ganze ist hier vorne einfach quer eingebaut und spart damit richtig schön Platz. Die Fahrleistungen sind recht ordentlich. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 km pro Stunde, haben eine Gesamtreichweite beim Fahrzeug von bis zu 680 km nach WLTP. Und dieser Wankelmotor zum Beispiel kann immer im optimalen Betriebszustand arbeiten, weil er eben unabhängig von der Bewegung der Räder ist. Und ein Wankel ist grundsätzlich auch sehr vibrationsarm und damit ist das ein Antriebsstrang, der bei uns während unserer Probefahrt wirklich sauber und vor allen Dingen auch sparsam funktioniert hat. Unser Fahrzeug wiegt tatsächlich, obwohl es ja gar nicht so groß ist, nicht ganz 1900 Kilogramm leer, zumindest laut Datenblatt. Und man muss aber sagen, dass der Antrieb, und damit ist ja der Elektromotor gemeint, damit gut zurechtkommt. Wir haben 125 kW Maximalleistung bzw. 170 PS. Das reicht. Der Wagen ist eher ruhig zu fahren, das merkt man, der ist eher dafür ausgelegt. Aber ich kann durchaus auf eine vernünftige Beschleunigung hoffen, wenn ich zum Beispiel auf der Landstraße überholen möchte oder ähnliches. Das geht schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wir haben Ortsausgangsschild, mal durchtrete, dann geht der, wie ich finde, gut los für so einen eher Daily Driver. Absolut in Ordnung. Man hört natürlich hier und da dann schon, dass sofort der Generator mit anspringt, wenn ich halt viel Leistung abrufe, aber der ist eher unmerklich im Hintergrund. Die Lenkung im Auto, die macht, wie ich finde, einen guten Job, denn passend zum Auto ist die direkt genug, aber nicht nervös und damit unterstützt die eigentlich den Eindruck, den der Wagen so im Gesamten vermitteln soll. Das gilt auch fürs Bremspedal, das ist gut zu dosieren, da gibt es keine große Eingewöhnungsphase. Und so habe ich da ein sehr schönes Paket und das wiederum wird auch vom Fahrwerk mitgetragen, denn das ist straff genug, um den Wagen ruhig zu halten, aber eben nicht zu straff, sodass es keine echten Komforteinbußen gibt. Es gibt fürs Auto die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrmodi zu nutzen. Das ist aber nicht wie bei anderen Fahrzeugen, dass ich sagen kann, ich will Eco, Normal und Sport haben, sondern die Idee hier ist eine andere, nämlich dass ich mir quasi aussuche, wie möchte ich elektrisch fahren. Es gibt hier den Normalfahrmodus, in dem man die meiste Zeit unterwegs ist. Und da ist es so, dass das Auto rein elektrisch fährt, bis zu einem Batteriestand von ca. 40%. Dann kommt der Generator dazu und versucht immer so ein Niveau so um die 40-45% zu halten. Das ist eben fürs tägliche Fahren ideal, weil das Auto übernimmt eigentlich alles, was man braucht. Und man hat immer noch einen Rest im Akku, sodass man auch jederzeit, wenn man dann umschaltet auf den EV-Modus, noch rein elektrisch am Zielort unterwegs sein kann. Aber man kann natürlich auch von vornherein den EV, also den reinen Elektromodus, wählen. Da fährt das Fahrzeug tatsächlich rein elektrisch, ohne den Generator zu nutzen, und zwar bis zu einem Akkuladestand von angezeigten 0%. Erst dann kommt der Generator und versucht natürlich, diesen Start zu halten. Und wenn ich viel rekuperiere oder dann plötzlich sparsamer fahre, kann es natürlich auch sein, dass sich das Ganze ein bisschen anhebt. Es gibt darüber hinaus aber auch noch einen Charge-Modus und da kann ich bestimmen, wie hoch der Akkustand sein soll und das in 10% Schritten und kann so dafür sorgen, dass ich zum Beispiel, wenn ich ankomme, wo auch immer das sein soll, einen entsprechend geladenen Akku habe, um zum Beispiel vor Ort rein elektrisch zu fahren. Den Stand, wie gesagt, kann ich komplett frei wählen. Für mich würde sowas Sinn machen, wenn ich eben danach in der Stadt fahren soll oder wenn ich zum Beispiel früh morgens am nächsten Tag
los muss und möchte meine Nachbarn nicht wecken, weil genau dann so früh morgens schon direkt der Generator mit anspringt. Von daher habe ich hier die Möglichkeit, quasi je nachdem, was ich gerade vorhabe oder wie ich gerade fahren möchte, das Auto auf mich anzupassen. Aber etwas wie einen klassischen Sportmodus, das gibt es hier nicht. Man muss aber auch dazu sagen, das Fahrzeug braucht auch wirklich keinen Sportmodus. Unser Fahrzeug hat eine 17,8 Kilowattstunden große Batterie an Bord und die soll hier reichen für bis zu 85 Kilometer maximal nach WLTP. Das ist nicht besonders viel, aber wenn man sich die rein elektrische Variante anschaut, da ist die Batterie 35,5 Kilowattstunden groß und das Auto bietet auch nur 200 Kilometer maximale Reichweite, kann aber nicht wie hier mit dem eigenen Antrieb wieder nachladen. Wir können aber auch dieses Auto extern laden, zum Beispiel hier an der Haushaltssteckdose. Das dauert dann rund 5 bis 8 Stunden, um einmal komplett vollzuladen. Schneller geht es an der Wallbox. Mit 11 kW zum Beispiel sollen wir nur rund 1,5 Stunden warten müssen von 0 auf 100%. Wie man aber hier sehr schön sehen kann, geht es auch am Schnelllader. Und das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Ladesäule mit mindestens 36 kW zur Verfügung. Und dann sagt Mazda, dauert es nur rund 25 Minuten von 20 auf 80%. Das Platzangebot hier vorne im Fahrzeug, das funktioniert tatsächlich auch für große Menschen. Ich sitze aufrecht, habe noch Platz über dem Kopf und bin 1,95 Meter lang. Ich habe genug Platz für die Beine, kann das Lenkrad vernünftig einstellen. Auch um die Schultern wird es nicht eng und auch die Armauflagen funktionieren zumindest für mich. Der Sitz hier, der bietet mehr als genug Komfort und der bietet eigentlich ausreichend Seitenhalt, wobei man merkt, dass der eher fürs komfortable Fahren als für sportliche Fahren ausgelegt ist. Ein bisschen mehr dürfte es dann nämlich schon sein, aber wie gesagt, liegt einfach auch am Fahrzeugkonzept. Was mir gut gefällt, ist die Kopfstütze. Geht schön weit nach oben, das ist für große Menschen sicherlich ein Plus. Wie viel Platz das Auto hinter mir bietet, wenn ich hier vorne sitze, das schauen wir uns gleich bei einem Zwischenstopp an. Dann wollen wir noch mal sehen, wie viel Platz das Auto hinten bietet. Spannend ist hier, dass diese Tür gegenläufig aufgeht. Auch spannend ist, dass wir dann hier die Aufhängung von unserem Gurt für vorne haben. Aber jetzt schauen wir mal, wie es hinten mit dem Platz aussieht. Aktuell mache ich mir da keine großen Hoffnungen. Könnte amüsant werden, aber nur für euch. Ja, auch relativ gelenkig, ne? Aber wie ich gerade feststelle, nicht gelenkig genug. Also für mich reicht es nicht. Ich kann allerdings von hier hinten den Sitz nach vorne fahren und dann habe ich auch Platz für die Knie. Allerdings wird es dann vorne wirklich super eng. Also hier weder für die Knie noch für die Füße genug Raum. Wie ihr sehen könnt, auch für den Kopf eigentlich zu eng. Und ich würde mal sagen, vorne 1,75 Meter, hinten auch. Das könnte funktionieren. Aber ich denke, viel größer sollte man hier eher nicht sein. Die Basisausstattung des MX-30 finde ich tatsächlich mehr als nur ausreichend, denn unter anderem mit an Bord sind immer eine Klimaautomatik, wir haben hier das Multifunktionslenkrad mit an Bord, das Teil digitale Cockpit, dann das große Infotainment, wir haben einen Touchscreen für die Bedienung unserer Klimasysteme im Fahrzeug, es gibt hier Apple CarPlay und Android Auto und auch digitales Autoradio, immer kostenfrei mit dazu, wenn auch nur kabelgebunden. Und darüber hinaus haben wir unter anderem auch ein Head-Up-Display mit an Bord. Ich kenne eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, kein Auto, gerade in der Klasse, das das bereits in der Basis bietet. Was außerdem gefällt ist, das ist wirklich gut abzulesen. Das wird auf die Scheibe projiziert, also ein echtes Head-Up-Display. Und es bietet alle wichtigen Informationen, nämlich nicht nur die aktuell gefahrene Geschwindigkeit und die erlaubte Geschwindigkeit, sondern auch Informationen aus dem Bereich des Tempomaten und Informationen zum Thema Navigation, sodass das wirklich vollwertig ist. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Ist definitiv ein großes Komfort und natürlich auch Sicherheitsplus. Selbstverständlich kann ich aber trotzdem zusätzliche Ausstattungsmerkmale bestellen. Das sind Dinge wie zum Beispiel diese unterschiedlichen Innenausstattungsvarianten mit zum Beispiel diesen veganen Elementen wie dem Kunstleder und ähnlichem. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Schiebedach zu bestellen. Ich kann ein besseres Soundsystem ordern und noch einiges mehr. Aber damit habe ich eben die Möglichkeit, obwohl die Basisausstattung gut ist, das Fahrzeug genauso aufzuwerten und zu individualisieren, dass es zu meinem MX-30 wird. Das maximale Kofferraumvolumen unseres Fahrzeugs, das wird angegeben mit 350 Litern bei aufgestellter Rückbank. Klappt ihr die Rücksitze komplett um, was hier geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1155 Liter werden. Was bei unserem Kofferraum ganz interessant ist, es gibt eine kleine Abweichung, wenn ihr das Bose Soundsystem bestellt, denn dann habt ihr rund 20 Liter weniger Volumen in beiden Sitzkonfigurationen. Das könnt ihr auch sehr schön sehen. Wenn wir nämlich hier mal den Ladeboden anheben, da habt ihr da drunter hier das Soundsystem und könnt euch ungefähr vorstellen, wo der Zusatz
Platz herkommen würde. Ansonsten gibt es hier keine große Ablagefläche, denn hier sind Dinge wie zum Beispiel der Abschlepphaken untergebracht. Was das Auto aber darüber hinaus bietet, ist eine optionale Steckdose, und zwar eine 230 Volt Steckdose hier im Kofferraum. Und das Gute dabei ist, die könnt ihr belasten mit bis zu 1,5 kW. Und das heißt, ihr könnt hier wirklich externe Geräte vernünftig betreiben, was nicht bei jedem Auto funktioniert. Darüber hinaus könnt ihr für das Auto eine Anhängerkupplung bestellen, allerdings dürft ihr keinen Anhänger ziehen. Die Idee dahinter ist, das Ganze soll nur für Lasten da sein, dass ihr zum Beispiel einen Fahrradträger oder ähnliches montieren könnt. Und hier wird die maximale Stützlast angegeben mit 75 Kilogramm. Eine maximale Anhängerlast, die gibt es logischerweise nicht. Wir sind jetzt mal auf der Autobahn unterwegs, um zu schauen, wie sich das Auto hier verhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir fahren nicht ganz 120. Es ist ruhig im Auto, das Fahrwerk macht einen guten Job. Wir haben kaum Abrollgeräusche und das, obwohl die Straße nicht die beste ist. Ich habe eigentlich keine Windgeräusche und das macht einen vernünftigen, soliden Eindruck. Jetzt kommen ein bisschen Abrollgeräusche dazu, aber das liegt ganz klar an der Autobahn. Was wir ein bisschen hören, das ist der Generator. Aber es ist nicht so, als würde er stören, denn es ist halt normalerweise bei einem Plug-in-Hybrid so, dass ich auf der Autobahn eben nicht den E-Motor, sondern den Verbrenner hören würde. Ist definitiv komfortabel, hier kann man es gut aushalten, auch auf der Langstrecke. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Informationsquellen in unserem Fahrzeug. Wir haben nämlich zum einen das Infotainment und zum anderen hier auch das Cockpit. Und mit dem Cockpit fangen wir einfach mal an. Das ist dreigeteilt. Wir haben drei Rundinstrumentbereiche. Links klassisch ausgelegt, der Bereich, der uns zeigt, wie wir gerade fahren. Nämlich, nutzen wir gerade Energie oder schieben wir gerade Energie zurück in die Batterie. Auf der rechten Seite, auch eher klassisch, die Anzeige für den aktuellen Füllstand der Batterie und die Anzeige für den Füllstand unseres Benzintanks. In der Mitte haben wir das sogenannte iActive Display, das ist digital. Und das bietet uns zum einen eine klassische Rundinstrumentenansicht für die gefahrene Geschwindigkeit, aber rechts und links davon auch noch Zusatzinformationen, wie zum Beispiel den Akkustand in Prozent, die Außentemperatur oder aber die gefahrene Strecke seit unserem letzten Reset und auch Informationen zur Restreichweite werden hier angegeben. Diesen Bereich kann ich aber noch ein bisschen anpassen, und zwar über die Infotaste am Lenkrad kann ich Zusatzinformationen einblenden lassen, in der Mitte zum Beispiel die aktuellen Durchschnittsverbräuche oder aber Informationen auch zu den Assistenz- und Sicherheitssystemen kann ich mir hier anzeigen lassen, kann das Ganze aber wie gesagt auch reduzieren, einfach auf die Geschwindigkeitsanzeige. In der Mitte finde ich einen 8,8 Zoll großen Bildschirm, das ist kein Touchscreen, das ist eher ungewöhnlich, allerdings nicht für Mazda. Dahinter verbirgt sich zum einen, klar, eine normale Navigation und wenn ich möchte, auch der Bereich des Multimedia-Systems. Wichtig, die gesamte Bedienung funktioniert über die Mittelkonsole, über einen sogenannten Dreh-Drück-Taster und über Shortcuts, die es hier unten gibt. Es gibt ja darüber hinaus noch einen Homescreen, den ich anwählen kann. Das ist allerdings kein klassischer Homescreen, so wie wir das von anderen Fahrzeugen kennen, sondern auch da wieder Mazda typisch, im Grunde genommen das Hauptmenü, das uns in alle Untermenüs führt. Und da haben wir Informationen, den Bereich Unterhaltung, Kommunikation, die Navigation und die Einstellungen. Und hinter den Einstellungen haben wir eigentlich alles das, was wir von anderen Fahrzeugen auch kennen. Ihr könnt das ganze Auto administrieren, ob das die Einstellung der Displays ist, ob das die Soundeinstellungen sind, die Sicherheitseinstellungen in unserem Fall wichtig, weil dahinter sind nämlich alle Assistenz- und Sicherheitssysteme. Oder ob es eben die allgemeinen Fahrzeugeinstellungen sind, Verbindungseinstellungen, da geht es um Bluetooth und auch zum Beispiel bei uns dann um die Verbindung mit dem Mobiltelefon. Da gibt es die Systemeinstellungen, geht es um Sprache und solche Geschichten. Also ganz klassisch im Grunde genommen. Was nicht so klassisch ist, wenn ihr hier zum Beispiel sagt, ihr wollt Apple CarPlay nutzen oder Android Auto, was ihr könnt, dann geht das A nur kabelgebunden und B auch da nicht per Touch. Das ist tatsächlich wirklich etwas, woran man sich gewöhnen muss. Allerdings mit diesem Dreh-Drück-Regler geht die Bedienung im Grunde genommen feilschnell und wirklich zuverlässig, ist halt nur ungewohnt. Unser Mazda bietet aber noch ein drittes Display und das ist hier unten. Das ist ein Display mit 7 Zoll als Touchscreen und das ist die Bedienung der Klimaanlage. Finde ich persönlich gut gelöst, weil das sehr, sehr viel Information bietet und vor allen Dingen schön sauber und aufgeräumt dargestellt. Und rechts und links davon habt ihr noch Shortcuts, sodass ihr das sehr gut und intuitiv bedienen könnt. Gefällt mir persönlich gut. Und damit haben wir insgesamt ein System an Bord, das sehr gut funktioniert, das übrigens ergänzt wird durch ein vernünftig ablesbares Head-Up-Display. Und das, wie ich finde, gut zu so einem modernen Fahrzeug wie unserem Mazda passt. Bei den Assistenz- und Sicherheitssystemen, da bietet dieser kleine Mazda wirklich viel bereits in der Basis. Unter anderem mit an Bord sind eine Müdigkeitserkennung, ein Spurhalteassistenten, adaptiver Tempomat, es gibt hier eine Rückfahrkamera, es gibt einen Spurwechselassistent, also einen Totwinkelwarner und noch vieles, vieles mehr. Richtig
guter Umfang. Ich kann trotzdem noch ein paar Sachen dazu bestellen, das sind nicht viele. Unter anderem mit dabei ist eine 360-Grad-Kamera, eine Verkehrszeichenerkennung. Dann gibt es hier einen Querverkehrwarner vorne, weil der fürs Heck, der ist bereits in der Basis mit dabei. Allerdings gibt es optional da einen mit automatischem Bremseingriff. Das wäre noch ein extra, das man bestellen könnte. Und noch ein bisschen mehr, aber das war es dann da auch schon. Und damit finde ich, dass der wirklich einen sehr guten Basisumfang bietet und genug Möglichkeiten zum Optimieren bzw. zum Upgraden, sodass man auch da wieder entscheiden kann, was will ich und was will ich nicht, ohne dass ich das Wichtigste nicht mehr mit an Bord habe. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite, da finde ich, ich würde mal sagen, normal dimensionierte Ablagefächer. Die sind im unteren Bereich nochmal geteilt. Das hat den Vorteil, dass vorne zum Beispiel eine Flasche relativ sicher aufrecht stehen wird. Wenn wir in die Mittelkonsole schauen, da benimmt sich das Fahrzeug wie ein reines E-Auto. Das heißt, wir haben keinen Getriebetunnel und deswegen haben wir unten Platz und da auch eine wirklich große Ablage. Das Interessante hier ist die Oberfläche, das ist Kork. Also wirklich Thema Nachhaltigkeit nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen. Darüber hinaus gibt es da unten dann auch nochmal zwei USB-A-Anschlüsse und optional eine 230-Volt-Steckdose mit maximal 150 Watt Leistung. Wenn wir dann nach oben schauen, dann finden wir im vorderen Bereich keinerlei Ablagen, sondern nur den großen Schaltknauf. Wir finden hier den Dreh-Drück-Regler für das Infotainment und ein paar Shortcuts und auch einen Lautstärkeregler. Dahinter jedoch, ein bisschen tiefer, haben wir wieder eine korkbelegte Oberfläche. Das sind aber zwei Klappen und wenn ich die nach oben klappe, dann habe ich da drunter jeweils einen Becherhalter und gleichzeitig schließe ich damit die vordere Öffnung des Fachs, das sich unter der hochklappbaren Mittelarmlehne befindet. Mal ein völlig anderes Konzept, aber auch hier wieder dieser Kork ist ein schönes Thema und auch gut gemacht. Einfach ein klarer Hinweis zum Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus gibt es hier vorne noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach und wenn ich dann auf die Rückbank schaue, dort finde ich in den Türen kleine Ablagen. Ich finde darüber hinaus noch zwei Becherhalter in der herunterklappbaren Mittelarmlehne. Ein Anschluss zum Laden für Mobilgeräte konnte ich nicht finden. Das war der ADAC-Fahrbericht zum Mazda MX-30 eSky Active REV, dem kleinen SUV mit dem interessanten Plug-in-Hybrid an Bord. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Exterieur tatsächlich interessant. Das ist typisch Mazda und gerade in der Seitenansicht hat er was Spezielles. Ob es jedem gefällt, weiß ich nicht. Ich persönlich finde das tatsächlich spannend. Schaue ich ins Auto rein, dann habe ich drin eine sehr moderne Umgebung, die ich vorfinde. Ich habe gute Materialien vernünftig verarbeitet. Vorne ein anständiges Platzangebot. Auf der Rückbank wird es dann schon ein bisschen kuschelig und auch mit dieser Tür ist das Ein- und Aussteigen nicht optimal gelöst. Aber auch da, das Auto ist halt etwas speziell. Wenn wir uns den Antriebsstrang anschauen, muss ich sagen, der ist nicht nur technisch interessant, der fährt sich auch wirklich gut. Und vor allen Dingen ist dieser Wankel, wenn er anspringt, sehr ruhig und vibrationsarm und das macht für mich absolut Sinn. Die angegebenen Reichweiten hier mit bis zu 680 Kilometer finde ich absolut alltagstauglich. Und das Schöne ist, das Fahrgefühl verändert sich nicht, denn es ist immer der E-Motor, der für Vortrieb sorgt. Das Preisgefüge beim Auto finde ich im Grunde in Ordnung. Die Wagen fangen an, sowohl unserer Herr wie auch der rein elektrische, bei 35.990 Euro. Unser Auto in der Ausstattung als Makoto startet mit rund 5.000 Euro Aufschlag. Auch das ist sicherlich in Ordnung, dann gibt es wirklich schon viel Auto fürs Geld. Und ich finde das Paket tatsächlich so spannend, dass ich sage, wenn ihr ein so kleineres SUV sucht, das vielleicht ein bisschen aus der Masse hervorsticht und ihr seid offen für moderne Technik, dann fahrt ihn auf jeden Fall mal Probe. Vielleicht ist ja genau das Auto, das ihr aktuell sucht. Mich würde es freuen, wenn euch das Format gefällt. Und wenn das so ist, lasst bitte gerne ein Abo und oder ein Like da und vergesst nicht, auch direkt noch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch den nächsten ADAC-Fahrbericht nicht verpasst. Habt ihr noch Fragen zum Auto, die nicht beantwortet wurden, dann schreibt bitte einfach einen Kommentar oder schaut euch um auf adac.de, denn da gibt es Infos zu fast allen Fahrzeugen.